Katharina, was spricht aus deiner Sicht für eine Verschiebung von der Selektion zeitlich nach hinten? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hat wichtige individuelle Seiten für die einzelnen Kinder, aber auch für das ganze Bildungssystem. Individuell ist es so, dass die Zuteilung nach der 6. Klasse in die verschiedenen Töpfe, also Sekundarstufe 1, Sek A, B, C oder dann vielleicht noch das Langzeitgymi, dass der Übertritt sehr fehleranfällig ist. Das heisst, wir haben Kinder, die offiziell in der Sek B sind, aber das Leistungspotenzial haben und Leistungsfähigkeit wie ein Gymi-Kind. Und wenn man weiss, welche Bedeutung diese Zuteilung hat, die hat nämlich ganz lang bis ins Erwachsenenalter eine Auswirkung. Dann können wir uns das nicht leisten für die einzelnen Kinder, dass solche Fehlentscheide passieren. Aber wir können es uns auch nicht aus gesellschaftlicher Sicht leisten, dass man so viele Kinder eigentlich falsch einteilt, weil wir dann eigentlich Kinder verlieren, die dann bestimmte Prüfe könnten machen, wo sie, wenn sie richtig eingeteilt werden, dann könnten realisieren.